Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge Forts. Heute bin ich alleine, das hat aber auch einen ganz einfachen Grund, denn ich möchte euch heute eine neue Strategie zeigen. Beziehungsweise so neu ist die gar nicht, die kennt der eine oder andere wahrscheinlich sowieso schon, aber für mich ist sie neu. Ich habe sie nämlich gerade erst probiert, aber es funktioniert entsprechend ganz okay. Und zwar bauen wir heute unsere Basis ein bisschen um. Das trainiere ich heute ein bisschen. Erstmal jetzt kurz im Sandbox-Modus, einfach nur um euch zu zeigen, wie es genau geht. Und dann gegen eine KI wahrscheinlich. Oder vielleicht mache ich es auch im Multiplayer, ich weiß es noch nicht. Sinn und Zweck des Ganzen ist es eigentlich sehr, es demnächst mal zu überraschen. Und das könnte mir vielleicht gelingen. Denn so schwer ist es gar nicht, wie ich anfangs gedacht habe. Der Core Swing ist im Prinzip dafür da, eigentlich nur unseren Core ein bisschen besser abzusichern gegen etwaige Angriffe. Und das Setup ist meiner Meinung nach recht easy. Ich bin schon fertig, tatsächlich. Deswegen, ich bin nicht mal großartig eingeschränkt, was, ich sag mal, die Baureihenfolge angeht. Denn das tangiert mich eigentlich fast gar nicht, muss man sagen. Es ist nur halt etwas, was man nebenher quasi noch so tut. Und zwar setzen wir den Core jetzt tiefer. Und zwar so, dass er eigentlich nicht mehr beschossen werden kann, außer dass man dafür komplett durch unsere Basis muss. Und tatsächlich, jetzt hat es ein bisschen zu gut funktioniert. Ich weiß nicht wieso. Aber gut, das macht jetzt nichts. Tatsächlich ist eigentlich der Plan, dass die beiden linken Seile abreißen und er dadurch noch tiefer liegt. Aber das hat jetzt gerade irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ist aber wurscht. Die eigentliche Idee hat halt trotzdem funktioniert. Versucht den jetzt gerade noch ein bisschen weiter runter zu ziehen. Ja, komm, das ist okay. Genau, aber das war es eigentlich auch schon mit dem Core Swing. Und danach geht es letztendlich ganz normal weiter mit dem Basisumbau. Allerdings mache ich es währenddessen so, dass ich alles, was quasi vorher vorne war, lege ich nach hinten. Also die ganzen Speicher und die ganzen Krätz, den mache ich nach hinten. Weil ich habe jetzt vorne auch schlicht und ergreifend super viel Platz für alles mögliche an Waffen. Ja. Hat jetzt zeitlich 3 Minuten gedauert. Es ist natürlich keine Rush-Strategie, weil ich habe jetzt einfach auch noch nicht die Technologie, um großartig schwere Waffen rauszuhauen, aber das ist nicht so schlimm. Die Seile kann ich jetzt aber trotzdem mal entfernen. Ich hoffe, das hält die jetzt, weil... Ah, das war kein Seil. Weil der halt wirklich nicht so liegt, wie ich es eigentlich geplant hatte. Aber gut, es hält. Es hält, es hält, es hält. Gut, und als schwere Waffen... Ach, scheiße. Normalerweise könnte ich nämlich hier hinbauen, weil das alles Background Bracing wäre, aber ist wurscht. Genau, und dann fange ich nämlich hier einfach an, schön hoch zu beefen. Und die Gegner müssen dann einfach durch mehrere Lagen lecker Holz. Und das müssen sie auch erstmal durchkriegen. Also das ist quasi die Ausgangssituation. Ich werde das jetzt nicht mehr zu Ende bauen. Also wir gehen gleich rüber in ein richtiges Spiel. Aber ihr seht mal, so im Vergleich zu der normalen Standardbasis, also das ist halt wirklich die Standard-Map. Wenn du hier so eine Linie drüber ziehst, wir sind mehr oder weniger fast genauso hoch. Ich glaube, wir sind sogar einen Ticken niedriger. Der Core ist hier hinten. Du musst erst komplett durch den ganzen Krempel dadurch. Und Idee wäre sowieso, jetzt halt noch, noch mehr Woodspam davor zu hauen. Also du kommst da schlicht und ergreifend nicht durch. Wenn du dann auch noch anfängst, mit Stahl zu arbeiten, ist eh Schicht im Schacht. Das Ganze können wir tatsächlich noch ein bisschen beschleunigen. Deswegen, wie gesagt, das ist heute wirklich mal eine Zeigefolge von Strategien. Das können wir noch beschleunigen, indem wir den richtigen Commander nehmen. Ich glaube tatsächlich, dass Geizhals eine gute Idee ist, weil wir schneller sammeln können. Deswegen können wir schneller Strukturen bauen. Oder Architekt.
Gibt sich nicht so viel tatsächlich. Allerdings mache ich, glaube ich, heute mal wieder den Architekten, weil ich ihn schon lange nicht mehr hatte. Genau, wir spielen jetzt einfach mal gegen eine mittlere KI und gucken mal, ob wir durchkommen. Also wie gesagt, Standard eigentlich, was wir so bauen am Anfang. Es unterscheidet sich fast nicht von einem normalen Match. Nur, dass wir dann hier schon mal anfangen, den Kollegen da abzubauen. Hier brauchen wir noch eine Reihe höher, sonst kracht's. So, und dann ziehen wir schnellstmöglich die Türme hoch. Auf der Map haben wir natürlich noch den Vorteil, dass wir vorne ein bisschen Stahl haben. Also wir können nicht direkt beballert werden. Wir müssen hier drei Lanes hochziehen. Oder Lanes, Türmchen, wie auch immer. Mach du das mal. Schieß ruhig. Was ich noch nicht ausprobiert habe, also ich baue immer hier diese, dass es gleich hoch ist. Was man noch ausprobieren könnte, ist tatsächlich hier den Chor zu fixieren. Ist allerdings ein bisschen schwierig, finde ich, mit den Seilen. Deswegen habe ich das noch nicht ausprobiert. So, und während ihr da schon mitarbeitet, baue ich jetzt mal den ganzen Krempel da ab. Komm schon, warum geht das nicht? So. Und das war's. Und jetzt ist was passiert, was nicht hätte passieren dürfen, tatsächlich. Das ist überhaupt nicht gut. Na gut, ich habe es zu früh abgebaut. Das war dumm. Oder ich wollte es zu früh abbauen, habe dann noch irgendwas hingebaut. Das macht aber nichts. Wir müssen den Chor jetzt auf jeden Fall kurz nochmal fixieren. Der hängt da nämlich echt ungünstig. Das sollte tatsächlich langen. Und jetzt können wir hingehen, einfach ganz normal weiterbauen, als wäre nichts gewesen. Können ja nochmal die Uhr einblenden. Und ich packe als nächstes, ja, jetzt mal kurz gucken, von den, genau, ich muss als erstes nochmal hier ein paar Speichersachen bauen, weil das hier vorne muss ich jetzt abbauen. Das ist zu gefährlich an der Stelle. Wie gesagt, da wollen wir eigentlich Panzerung hinpacken. Ich habe das tatsächlich jetzt mir einmal ein Video dazu angeguckt zum Woodspam. Ach, Woodspam, zum Core Swing, Entschuldigung. Und das war's. Und ich muss gestehen, das ist wirklich so viel einfacher, als ich erwartet habe. Man muss halt wissen, wie, ne? War ja auch damals, als ich angefangen habe, Rushes zu üben, war ja genau dieselbe Chose. Man muss nur wissen, wie. Weil ich nicht genau weiß, was mein Gegner, KI-Gegner vorhat und dir ganz gerne mal mit Raketen kommen. Nö, der geht Full Echo. Ich weiß aber nicht, ob der vielleicht mit EMPs kommt. Gehen wir jetzt direkt mal dazu über, um ein bisschen AA zu bauen. Jetzt müssen wir etwas weiter nach oben gehen. Ach, scheiße. Weil sonst kriegen wir einfach zu wenig Strom. Aber guck mal, ey, wie verdammt kompakt die Basis ist. Da musst du durch so viel Lagen durch. Du hast keine Schnitte eigentlich. Jetzt haben wir natürlich wieder dieses unangenehme Problem auf der Map, dass hier so wenig Wind weht. Aber sei es drum. Wie gesagt, ist keine Rush-Strategie. Aber ist schnell genug. Okay, das war falsch. Nicht eigentlich. So, ich möchte die hier abbauen, genau. Freund, nein. Denied. Vor allem das Schöne an dem Ding ist, es ist halt einfach viel stabiler auch. Es ist jetzt nicht. Ah, guck mal. Was baut der denn für Geschichten?
geht er tatsächlich dazu über, Snipies zu bauen. Na gut. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nix da, mein Freund. Das Metall dahinter, das ist also der vordere Bereich. Den haben wir mal kurz geärgert. Und ich habe jetzt tatsächlich auch, glaube ich, die Möglichkeit, den zweiten Laser einfach oben zu platzieren. Also die Tür ist ready. Zweite Tür. Komm schon. Da. Na, guck mal. Sind die da oben drin oder wo sind die? Cool. Das habe ich nicht mitbekommen. Wo sind die? Wo sind die Mörser? Die machen wir mal weg. Die wollen wir da nicht haben. Bin ich ganz sicher, wo sie sind. Okay, sie sind wohl eins oben drüber. Da kommt noch ein bisschen Verteidigung drauf. So, und bis wir zum nächsten Mal den wunderschönen Laser kommen, sollte die Mine da auch noch ein bisschen was zu beitragen. Das passt schon, sehr schön. Und da ist der Caution offen. Scheiße, haben wir aber nicht getroffen. Komm schauen. Sehr schön, genau sowas will ich sehen. Lübt. Ich glaube, danach spiele ich noch eine Runde gegen echte Menschen. Allerdings, ob ich dann den Core-Swing mache, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ey, Finger weg. Wo sitzt da noch einer? So, Plasma-Laser noch bauen. Genau, theoretisch, also was man hier halt jetzt noch machen kann, man kann sich halt einfach noch mehr abbiefen. Wie gesagt, du kommst da nicht durch. Nie und nimmer. Sehr schön. Oh, verdammt. Ich bin ja auch ein Lutscher, ne? Ich habe mir meine Stromversorgung lahmgelegt, das war dumm. Ja, auch mir passiert sowas. Oder vor allem mir. Sagen wir es mal so. Man kann das tatsächlich noch ein bisschen besser machen, glaube ich, mit dem Core verlegen. Aber ich finde es okay. Es explodiert einfach alles. Dann helfen wir dem noch. Brennen. Da oben ist nichts mehr. Vielleicht ein Stückchen tiefer noch? Bin mir nicht sicher. Freitag geht es übrigens mit Serast logischerweise dann weiter. Heute, wie gesagt, dienstags, da ist eigentlich eher Ranked-Folge oder Ausprobier-Folge. Deswegen haben wir heute mal sowas gemacht. Das ist auch okay für euch. Sehr schön.
Kann ja kurz gleich noch gucken, ob vielleicht eine ordentliche Lobby offen ist. Oder vielleicht mache ich auch noch eine Ranked-Folge noch draus, aber dann... Ah, nee, komm. Wir machen eine normale Runde dann noch. So, wie sieht's mit Strom aus? Strom ist okay. Der wird jetzt einfach weggenudelt. Kurz Prozess gemacht, passt. Aber, ja. Wenn es eine geile Map gewesen wäre, dann hätten wir auch gar nicht so hoch bauen müssen. Weil dann hättest du auch einfach hier einen Cut machen können, hier die Turbinen draufhauen können auf der Ebene, wo der Feuerlaser steht. Und dann baust du halt hier vorne die Waffen hin. Auch kein Problem. So, und wir gehen kurz in den Mehrspieler. Ultra Hard AI. Oh nee, die spiele ich nicht nochmal. Scheiße, es ist keiner da. Komm. Gehen wir ins Fragezeichen-Match. Okay, Fragezeichen-Match. Will nicht. Gucken wir mal, vielleicht kriege ich irgendwie schnell ein Ranglisten-Match. Mach mal einfach hier einen kurzen Cut. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Leider habe ich kein Match gefunden gegen nur einen und auch kein Ranked-Match, wo ich hätte den Corswing ausprobieren können. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Deswegen würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was geht. Ich habe tatsächlich noch nie mit so vielen Leuten diese Map hier gespielt. Aber ich denke, ein bisschen was wird schon gehen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was ihr mir sagen will. Also für mich ist das Standardvorgehen, hier hinten quasi die Energieproduktion hinzupacken. Deswegen, ich kümmere mich jetzt mal ein bisschen um die Energie und so. Und dann gucken wir einfach mal. Das gefällt mir nicht, das wackelt mir zu doll. Komm schon. Und ich muss auch gestehen, diese Map habe ich jetzt noch nicht so oft gespielt, also... Vor allem nicht mit, wie gesagt, also mit so vielen Leuten sowieso schon mal nicht. Aber da geht's schon los. Ich glaube, die Flak werden sie früher oder später abbauen. Offensivbewaffnung hätte ich halt hier gesagt, boah, schön Partikelbeschleuniger. Aber ich glaube, die Kollegen haben andere Pläne. Ich würde die zumindest gerne ein bisschen schützen. Nicht viel, ein bisschen. So. Dafür brauchen wir aber noch mehr Energie. So. Geld läuft. Wie sieht denn das hier unten aus? Das gefällt mir nicht, dass das so schwankt. Tech. Da hätte ich halt gesagt... Scheiße, wie schreibt man... Leiser? Okay, oder wir bauen alles. Upsili. Was ich jetzt auch noch mache, ich beef mal hier ein bisschen unseren Core. Der muss einfach schön dick sein. Schön gepanzert. Muss zwar auch ein bisschen unten aufs Fundament achten, dass das nicht einfach total abkackt. Weil dann ist halt Feierabend. Das ist okay. Und zwei von diesen Strängen hier baue ich mal ein Stückchen nach oben. Ich will schlicht und ergreifend nicht, dass die mir auf meine Energieproduktion schießen. So. Sehr schön. Die fangen da hinten an. Was ich machen würde... Und das hier machen wir mal zu.
paar sehr schmale Laserbunker würde ich hier gerne bauen. Gerade so zu feuern. Kann ich da oben einen draufstellen? Ja, sonst gibt es ein Problemchen. Komm Leute, ich brauche mal kurz ein bisschen Kohle. Sehr gut. Ja, da hat der Kollege recht. Aufhören zu upgraden, bitte. Wir brauchen nämlich erstmal jetzt wirklich einen Arsch voll Waffen. Sonst wird es auf Dauer unangenehm. So, also das ist meine erste, erste Batterie. Weiß nicht, ob ich mich einfach mal mit versuchen soll durchzuschweißen. Mörser, das gefällt mir nicht. Komm, ich fange mal an zu schießen. Sehr schön. Das hat gesessen. Autschen. Okay, vorne um den hat sich keiner gekümmert, um den Chor. Das gefällt mir nicht. Das darf nicht passieren. Nein, oh du Idiot. Oh, na gut. Solange die Raketen kommen. Okay. Das war okay. Nein, 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 nein. Komm schon. Oh, Leute. Hört auf, mir meine Türme wegzunehmen. Scheiße. Ach, noch ein Stück. Muss jetzt aber erstmal hier nochmal wieder richtig Panzerung bauen. Okay, die haben Schilde gebaut. Das war zu erwarten irgendwann. Hätten sie es nicht getan, hätte ich sie auch für nicht schlau gehalten. Ja, das gefällt mir nicht, das Geräusch. Oh, Scheiße.
Okay. Die Schilde müssen da weg. Leute, wir brauchen hier dringend Woodspam. Dringend. Wer baut denn da schon wieder Luftabwehr hin? Und macht mir dann meine Türen auf? Das ist nicht euer Ernst. Was können wir da noch machen? Also die, prinzipiell die Laser kann ich bald anfangen abzubauen. Nein, hör auf zu schießen. So, hauen wir halt auch mal den vorderen Chor weg. Irgendwann müssen wir ja mit dem fertig werden. Ich baue hier weiter Türen. Je mehr wir davon haben, desto besser. Nein, viel zu tief. Okay, da sind jetzt auch Schilde ohne Ende. Das bedeutet, irgendwie muss ich davon was tun. Ach Junge, das ist doch nicht dein Ernst. Mach die Türen zu, mach die Türen zu. Gott sei Dank. Ach, scheiße, die Flak. Komm schon. Go for it. So. Ach, scheiße, das geht aber nicht bis zu den Schilden hinter. Das gefällt mir hier nicht. Boah, ich habe Angst, dass die Runde einfach so lange dauern wird. Weil diese Runden auf dieser Map immer ewig dauern. Okay, wir haben gerade unseren zweiten Chor verloren. Das macht nix. Ach komm schon. Mist. Der Übergang hat's erwischt. Ich glaube, ich muss das hier vorne aufgeben. Bin mir nicht sicher, ob ich das durchhalt noch. Ach, scheiße. Das wackelt alles viel zu viel. Man kann es nicht mehr ordentlich... Nee, ich muss das abbauen. Wobei, abbauen macht keinen Sinn, aber die hier kann ich abbauen. Ich hätte sie auch upgraden können noch. Aber die verpacken wir jetzt irgendwo anders hin. Und zwar fange ich jetzt an, die Dinge hier unten reinzusetzen.
traue mir jetzt nicht zu, auf der Map noch schnell irgendwie sowas wie einen Partikelbeschleuniger oder einen gebündelten Laser oder sowas zu bauen. Das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Aber so ein bisschen... sowas können wir, sowas in die Richtung zumindest. Fällt mir gar nicht, was die da machen. So, ein zweites Portal. Wir brauchen aber hier noch viele Türen. Das darf auf keinen Fall irgendwie auf uns zurückfallen. Das hier alles wieder zumachen. Orange rein, orange raus, orange rein, orange raus. Passt. Eins und zwei. Oh scheiße, wie viele Raketen. Und wir haben sogar die Low, die Slow Missile Mod haben wir drin, Leute. Sonst wären wir jetzt schon die ganze Zeit ziemlich am Arsch. Boah, ich hoffe, dass so... Also ich hoffe, dass das jetzt klappt, halbwegs. Warum klappt das nicht? Deswegen klappt es nicht. Oh, kann es sein, dass er gerade unsere Sachen umgepolt hat? Ah, okay, er hat... Oh, Junge. Er hat's für die Kanonen umgepolt. So what, dann benutzt sie auch. Bitte. Sehr schön. Kann ich hier ein super kleines Portal hinmachen? Nein, leider nicht. Oh, scheiße. Aber gut, dann haben wir wenigstens was fürs Team getan. Wir packen da jetzt so viel Stahl davor, dass sie da nichts gegen machen können. Also viel mehr Stahl kann man jetzt nicht mehr bauen. Ach guck mal, die sind jetzt verbunden. Ist aber nett. So, einen haben wir erwischt. Okay, das zweite Torpaar will hier nicht aufgehen, warum auch immer. Warum geht das nicht auf? Na, er sitzt zu tief, der andere. Gut, dann jetzt ist hier irgendwas fürchterlich explodiert. Das war irgendwie nicht so der Plan. Ich baue den auch mal lieber weg. Und dich rüsten wir mal auf. Ich habe keine Ahnung, was aus dir wird. Machen wir etwa indefinitely upgradable Sachen? Das habe ich nämlich nicht mitbekommen. Falls ja, aber das ist eine coole Sache. Oh shit. Stahl hin, und zwar schnellstens. Da brennt es schon wieder. Warum brennt das da schon wieder? Kann es sein, dass er mit einem Feuerlaser hingeballert hat oder generell mit einem Laser? Ja, finde ich das frech. Aber verständlich. Sehr schön. Okay, wir haben, glaube ich, wirklich
indefinitely upgradable Sachen. Okay, und ich weiß nicht, wieso die nicht aufgehen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht ein bisschen zu weit hinten sind. Durchaus möglich. Okay, wir haben keinen Strom mehr. Wir haben mittlerweile so viele Portale und Schilde, dass ich da nicht mehr ballern kann. Naja, ich komme da auch nicht drüber. Also das ist zu hoch. Sowieso das Gefühl... Ah ne, wir sind noch zu dritt. Irgendwie einer hat uns wohl verlassen. Komm schon. Ich wünschte, ich könnte ein wenig höher schießen. Okay, und jetzt darf ich nicht schießen, weil sonst zerballern wir uns unsere eigenen Sachen. Oh shit. Schnell die Verbindung kappen, weil ich kann gerade nichts Schützendes davor bauen. Wo ist unser Strom hin? Oh mein Gott, unser Strom ist weg. Ja gut, keine Chance mehr. Jetzt ist Feierabend. Wir haben ein Minus von sehr viel. Warte, wir müssen den Strom kappen. Geht nicht anders. Wir können nicht schießen sonst. Oh, das wird nicht gut ausgehen. Das wird gar nicht gut ausgehen. Das war's. GG, würde ich sagen. GG. Ah, ne, das war ja an die anderen. Ich will ja an die anderen. Ich gebe auf. Ja, gut. Da dürft's gewesen sein. Junge, das gibt gleich eine Kettenreaktion. Du kannst... Achso. Rückwärts sagen. Ich glaube, er hat das extra noch gebaut, damit es eine schönere Kettenreaktion gibt. Ach du Scheiße, haben wir jetzt viel Schaden gemacht. Naja, aber immerhin. Einen dritten haben wir auch davon gemacht. Dann. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Tschüssi.